Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Tomahawk Payne und das hier ist der erste Waffenguide zu Splatoon. Heute dreht sich alles um den Junior-Kleckser. Der kommt in einer Klasse zusammen mit der Klecksbombe als Sekundärwaffe und dem Kugelschild als Spezialwaffe. Der Junior-Kleckser ist zum einen die Standardwaffe, die man von Anfang an im Spiel zur Verfügung hat, zum anderen aber auch eine wirklich äußerst schlagkräftige Variante, um bei dem Modus Revierkampf ordentlich für Furore zu sorgen. Wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Der Junior-Kleckser, der in der englischen Version übrigens Splattershot Junior heißt, hat zwar eine relativ geringe Präzision, im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass man damit sehr, sehr gut Flächen einfärben kann, aufgrund der relativ großen Streuung. Man sieht das sehr gut im Hintergrund. Die Waffe verbraucht relativ wenig Farbe, aber das bedeutet natürlich auch, dass der Schaden nicht sonderlich groß ist, wenn es jetzt im direkten Kampf mit dem Gegner angeht. Wir schauen uns das Thema Reichweite und Streuung mal an einem Beispiel an. Im unmittelbaren Nahkampf ist die Streuung, sagen wir mal, verhältnismäßig gering. Es zentriert sich alles so weit auf einen Punkt. Man hat halt, wie gesagt, keine äußerst große Reichweite. Das wird logischerweise anders, wenn man sich das Ganze anguckt, wenn man mal ein paar Schritte weiter weg ist und aus einer, ja, ich sag mal, mittleren Distanz feuert. Man hat dann schon mal eine deutlich größere Streuung. Das ist zum einen natürlich nach links und rechts, aber man hat natürlich auch eine größere Fläche, die man damit einfärben kann. Deswegen ist es hier angedacht, immer auch ein bisschen höher zu zielen. Wenn wir jetzt eine größere Entfernung wählen, dann haben wir das Problem, dass wir auf die Reichweite gar nicht mehr wirklich treffen. Also um jetzt irgendwelche Gegner wegzuholen, ist das nicht unbedingt die beste Lösung. Allerdings kann man da ganz gut trotzdem hier alles einfärben. Man sieht das ganz gut. Dadurch, dass die Waffe relativ wenig Farbe verbraucht, ist natürlich der Schaden auf der anderen Seite auch relativ gering. Man muss natürlich bedenken, bei der hohen Feuerrate kann man dann eben aber auch relativ lange ohne abzutauchen, um neue Munition bzw. Tinte nachzuladen, eben weiter feuern. Wir sehen das hier am Beispiel im Hintergrund, dass es circa 17 Sekunden sind, die man quasi Dauerfeuer geben kann, bevor man neue Tinte wieder aufladen muss. Und die Aufladezeit beträgt wiederum dann auch nur circa 3 Sekunden. Also in dem Verhältnis ist das eigentlich wirklich eine sehr gute Kombination. Wie gesagt, der Schaden ist relativ gering, wenn wir das nochmal vergleichen. So, die Reichweite würde ich in etwa von 3 von 10 Punkten bewerten. Der Schaden ebenfalls mit 3 von 10. Die Feuerrate dagegen mit 7 von 10. Also, wie gesagt, um einfach Flächen einzufärben und im Spielmodus Revierkampf einigermaßen gut voranzukommen, ist das nicht nur vom Spiel her schon als Standardwaffe ausgelegt, sondern wirklich auch als gute Möglichkeit zu sehen, denn im Vergleich zu anderen Waffen ist das schon grundsolide, definitiv. Kommen wir nun zur Klecksbombe, die lässt sich relativ einfach eigentlich schmeißen. Man kann dann auch mit so einem kleinen Strahl quasi zielen, wo die hinfliegen soll. Das kann man auch in der einen oder anderen Situation sicherlich taktisch ganz klug ausnutzen. Das Problem bei der Sache ist allerdings, dass das circa 2/3 der kompletten Tinte benötigt. Das heißt, man kann eigentlich mit einer vollen Ladung nur einmal diese Bombe benutzen und muss dann schon wieder abtauchen, um nachzuladen. Das ist natürlich relativ lästig. Das sollte man im Prinzip eigentlich gerade im Revierkampf nur einsetzen, wenn es wirklich entweder der Gegner relativ weit weg ist und man ihn so holen möchte, oder vielleicht um an Bereiche der Map zu kommen, wo man rein physisch gar nicht hinkommt, weil das im Gegner-Spawn oder im Gegnerbereich ist. Da kann man zum Beispiel welche hinwerfen oder in den letzten Sekunden beispielsweise einfach, bevor man versucht irgendwie mit der Waffe noch ein paar Farbkleckse zu verstreuen, dass man einfach die Granate bzw. Ich bin ein bisschen eingestellt natürlich auf andere Shooter, klar, dass ich dann sowas wie Granate hier jetzt sage, aber es ist natürlich eine Klecksbombe, ja, dass man die halt in den letzten Sekunden kurz vor Spielende quasi nochmal irgendwie relativ weit wirft, um nochmal ein bisschen Punkte abzuholen. Ja. Es dauert übrigens 2 Sekunden, bis das Ding hochgeht, nachdem man es geworfen hat. Muss man also auch einkalkulieren. Damit sind wir dann schon bei der Spezialwaffe angelangt. Das ist das Kugelschild und wenn wir das einsetzen, nachdem wir ungefähr so roundabout 200 Punkte durch das Einfärben von Fläche erlangt haben, dann können wir das einsetzen und das hält allerdings nur 5 Sekunden an. Klingt jetzt nicht sonderlich viel, aber genau in so einzelnen Momenten, wo man es braucht, ist es wirklich Gold wert. Wenn man beispielsweise ein oder zwei Gegner auf einmal vor sich hat, zack, Kugelschild raus und man kann die locker wegholen. Man kann es natürlich auch nutzen, das ist eine Fähigkeit, die sehr wichtig ist, um seine eigenen Teammates zusätzlich mitzuschützen. Wenn man nämlich die berührt, während man selber den Kugelschild hat, dann bekommen die den ebenfalls. Und das kann man natürlich sehr gut offensiv benutzen und hat dadurch eben eine sehr gute Verteidigung in den eigenen Reihen und kann damit auch noch seine eigenen Teammates mithelfen. Das ist perfekt, um eben einen Angriff durchzuführen, ohne dabei Schaden zu erleiden. Optimale Möglichkeit. Für mich eine sehr gute Spezialwaffe, die wie gesagt zwar nur relativ kurz anhält, aber eben gerade in Kombination mit dieser Waffe, die ja relativ wenig Schaden austeilt, kann man das wirklich sehr, sehr gut offensiv einsetzen.
Kommen wir zum Abschlussfazit. Obwohl der Junior-Kleckser eigentlich die Standardwaffe ist, könnte man meinen, ja gut, damit lernt man halt, wie das Spiel ungefähr so funktioniert und dann benutzt man die Waffe nie wieder. Würde ich fast sagen, na, mal schauen. Es gibt zwar natürlich viele andere Waffen, aber die ist definitiv zu empfehlen. In der Kombination mit der Klecksbombe und dem Kugelschild ist das wirklich eine sehr gute Waffe oder eine sehr gute Klasse, um eben im Revierkampf richtig gut Punkte zu holen und am Ende für den Sieg des eigenen Teams zu sorgen. Deswegen Junior-Kleckser nicht gleich wieder weglegen. Vielleicht im Hinterkopf behalten, denn aufgrund der hohen Feuerrate und der Kombination eben mit Sekundär- und Spezialwaffe kann die schwache, verhältnismäßig schwache Reichweite und der geringe Schaden doch kompensiert werden und insgesamt hat man hier eine relativ gute Waffe. Für weitere Videos zu Splatoon schaut auf meinen Kanal vorbei, da gibt es dann auch weitere Waffenguides. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal, auf Wiederschauen!